Artikelbilder hinzufügen. Bilder werden über die Zusatzfunktionen eingelesen. Pro Datensatz können mehrere Bilder hinzugefügt werden. Sie können ein ganzes Bildverzeichnis importieren und der Import von Bildern funktioniert auch über Stammdaten, Interessenten, Kunden und Lieferanten sowie Artikel, Artikelgruppen und Mitarbeiter. Für unser Beispiel befinden wir uns jetzt im Selectline-Auftrag in den Artikelstammdaten und wir sehen, es ist hier noch kein Bild dem Artikel hinterlegt. Um ein neues Bild hinzuzufügen, klicken wir auf die Zusatzfunktionen und wählen den Menüpunkt Bilder aus. Hier können wir über das grüne Plus auf der linken Seite einen Datensatz hinzufügen und wählen unser Musterbild hier einen Kugelschreiber aus. Wir können hier auch mehrere Bilder hinzufügen. Speichern, schließen und jetzt sehen wir, dass hier ein Artikelbild hinzugefügt wurde. Dieses Bild kann jetzt in der Druckvorlage, in unserem Beispiel in der Offerte, über den Bildplatzhalter entsprechend angezeigt werden. Die Breite, Höhe sowie die Ausrichtung kann hier pro Druckvorlage nochmals separat definiert werden. Somit können alle Bilder, auch wenn die unterschiedlich große Abmessungen haben, auf einer Druckvorlage identisch abgebildet werden. Damit Sie nicht bei jedem Artikel separat ein Bild hinzufügen müssen, können Sie über Schnittstellen, Import den Assistenten für den Bildimport öffnen. Hier können Sie ein Bildverzeichnis, einen Ordner angeben und sagen, für welche Stammdaten Sie diese Bilder importieren möchten. Wie anfangs erwähnt, funktioniert das Gleiche auch für Artikelgruppen, Interessenten, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Sie wählen aus, welche Bildformate Sie hinterlegen möchten und können jetzt auch noch sagen, dass Sie die vorhandenen Bilder überschreiben möchten oder die vorhandenen Stammdatensätze einfach überprüfen möchten. Jetzt, wie können nachher die Bilder dem entsprechenden Artikel zugewiesen werden? Dazu muss das Bild einfach die Bezeichnung der Artikelnummer haben. In unserem Beispiel muss das 220066 sein. Wenn Sie mehrere Bilder importieren möchten, einfach 220066, Underline 1, Underline 2 etc. Das war's bereits wieder mit dem heutigen Video. Bei Fragen zur Umsetzung unterstützen wir Sie sehr gerne über unsere Hotline. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.